Wir setzen den 3D-Druck nur bei sehr seltenen, komplexen Operationen ein. Dies kann einmal der Fall sein, wenn es sich um sehr, sehr große Tumore handelt, wie in diesem Beispiel. Der Tumor ist gelb markiert, er besitzt Originalgröße. Der Tumor hat sicherlich 80 bis 85% des Lebergewebes eingenommen. Man sieht, dass nur noch an einigen Stellen Lebergefäße vorhanden sind. Zur Planung einer solchen Operation ist der 3D-Druck hilfreich, weil diese wenigen Gefäße, die noch sichtbar sind, bei der Operation zwingend erhalten werden müssen.